freue mich, dass ich hier Einblick bekomme in dem Telefon von Jumbo, um euch eure Fragen zu beantworten. Ich habe ja quasi über JP 1880 gefragt, Freunde, was würdet ihr gerne mal wissen? Was soll ich euch erzählen? Die erste Frage kommt von der Kati Skandengel KL. Hallo, ich habe so viele Fragen an dich, aber es soll ja nur eine Frage sein. Bist du gern in Amerika? Bin ich gerne in Amerika? Also, ich bin extrem gern in Amerika, denn ich finde das Land echt schön. Amerika als Journalist zu bereisen ist immer ein bisschen stressig, weil quasi die Einreisebestimmungen sehr streng geworden sind und man ist meistens 3 bis 4 Stunden bei der Homeland Security und steht am Flughafen rum wie der Depp. Wenn ich Urlaub mache, dann würde ich eher in den mittleren Westen fahren in Amerika, denn die beiden Küsten habe ich schon abgegrast, aber Amerika ist immer eine Reise wert und vor allen Dingen, die haben richtig coole Klamotten da. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Tanja Bausandal fragt, du hast eine Hammer-Ausstrahlung. Wie schaffst du es, bei deiner ganzen Arbeit so entspannt auszusehen? Also erstmal vielen Dank für dieses Kompliment. Das muss man ganz ehrlich sagen, hört man als Mann nicht oft, aber man freut sich trotzdem drüber. Wie schafft man es, so entspannt auszusehen? Ich bin viel unterwegs und habe viel um die Ohren. Und ich bin immer froh, und das ist jetzt kein Werbeblabla, ich bin immer froh, wenn ich mir um gewisse Sachen keine Gedanken mehr machen muss. Und ich schaue einfach auf meine Seite und schaue, was es bei JP Neues an Klamotten gibt. Und die bestelle ich mir einfach. Und ich schwöre es euch, 90% sind immer ein Volltreffer. Dann fragt Nadine Kortenbusch, mich würde mal interessieren, warum du zum Fernsehen gegangen bist. Wie ist es dazu gekommen und was hat dich dazu veranlasst? Nadine, das ist eine lange Geschichte. Ich habe angefangen, war quasi Student und habe neben dem Studium immer Radio gemacht. Ich habe eine Abend-Comedy-Show moderiert, zusammen mit lieben Kollegen in München. Und irgendwann mal hat jemand gesagt, der Bursch ist lustig. Und dann habe ich angefangen für Hape Kerkeling zu arbeiten. Wir haben zusammen die Sendung gemacht, Darüber lacht die Welt. Da habe ich als Autor gearbeitet. Da gibt es auch legendäre Sachen, die wir den Deutschen Filmpreis haben wir da gewonnen mit Ripoli, der finnischen Rockband, die es nie gegeben hat. Und darüber bin ich zum Autofernsehen gekommen und vom Autofernsehen dann quasi zu Wunderwelt Wissen und von Wunderwelt Wissen zu Galileo. Silvia Glitsch fragt, du hast ja toll abgenommen. Wie hast du das eigentlich geschafft? Liebe Silvia, schön, dass du bei JP auf der Seite bist. Ich würde dir aber auch noch einen Optiker empfehlen, denn das Einzige, was bei mir abnimmt, ist das Konto. Ich habe echt nicht abgenommen, aber ich passe schon immer öfters darauf auf, mich quasi vorteilhaft filmen oder fotografieren zu lassen. Man kann immer was machen. Man sitzt dann so da und hofft, dass der Kameramann schnell fertig ist, damit man den Bauch wieder raustun kann. Also ich habe nichts abgenommen und ich habe auch nichts zugenommen. Ich habe seit 3 Jahren dieselbe Größe bei JP. Jürgen Zörner fragt, was glaubst du, warum du so beliebt bist? Also ich finde dich mega cool und sehr sympathisch und deine Sendung sowieso. Also Chris, recht herzlichen Dank für das Kompliment. Ich kann es dir nicht sagen. Von sich selbst irgendwie was zu analysieren, finde ich immer sehr schwierig. Ich versuche so zu bleiben, wie ich zu Hause auch bin. Und versuche mich nicht groß zu verstellen. Das hat einen Vorteil, wenn man mich mal auf der Straße trifft, kriegt man das, was man auch aus dem Fernsehen kennt. Ich kann auch schon eine Kackbratze sein, also glaubt's mir. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, das geht schon. Ich bin auch oft muffig oder so. Aber ich finde es cool, wenn die Leute das toll finden. Lucia Hengi fragt, lieber Jumbo, was willst du garantiert noch erleben? Was ist dein größter Wunsch? Ich bin viel auf Reisen, ich treffe so viele tolle Leute. Ich fände es cooler, und das klingt jetzt schon fast wieder ein bisschen kitschig, ich finde es cooler, wenn sich die Nationen untereinander ein bisschen besser verstehen würden, dann wäre das Reisen in fremde Länder noch einfacher. So, eine der letzten Fragen von Aaron Adler. Jedi oder Sith? Freunde, was ist denn das für eine Frage? Die dunkle Seite der Macht ist zwar verführerisch, aber nie eine Lösung. Natürlich Jedi. Hier sehe ich noch eine Frage von Horst Brenner, der schreibt, du hast immer so coole Armbanduhren. Was trägst du? Freunde, ich trage TV Steel und weil die so cool sind und weil es da so viele Designs gibt, gibt es die jetzt auch bald bei JP 1880. Also, wenn ihr mal eine Uhr haben wollt wie der Jumbo, die sind gar nicht teuer und vor allen Dingen super stylisch. So ist es. Horst,
gut beobachtet. Sag mal, wie viele Fragen hast du denn da noch? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir meinen Jahresurlaub aufgehoben. Ich habe unendlich viele Fragen hier noch, aber leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Okay, liebe Freunde, wenn ihr aber dranbleiben wollt am Ball, dann würde ich sagen, schaut oftmals auf die JP1880 Seite, bleibt bei Facebook unsere Freunde und dann werden wir demnächst mal wieder unbedingt antworten, spätestens zur Weihnachtszeit. Oh genau. Ja, zur Weihnachtszeit, da kommt was auf uns zu. Freut euch drauf. Bis bald.